bisschen daneben, so hier. Und hier. Und dann können wir noch... den hier machen. Oh, ich komme nicht weg. So. Tada. Und hier kommen wir jetzt noch. Die Holzplatten drauf zimmern. Tada. Für ein Bett reicht jetzt nicht unbedingt. Und im Schnelldurchlauf meine Mine gezaubert. Warum nicht? Moment, hier können wir noch was Cooles machen. Und zwar tun wir so, als wenn das hier jetzt wirklich noch so eine alte Mine wäre. Sogar in höher gehen. Cool, du kommst hier rein. Hui. Und das jetzt mal, warte, kann man das jetzt wegnehmen hier? Liegen hier noch so zwei Balken im Weg rum. Warum nicht? Aber noch was. Oh, die Mine ist schon ein bisschen älter. Da wächst mittlerweile schon wieder ein bisschen Gras. Auch der ein oder andere Setzling hat sich ja breit gemacht hier. Was haben wir noch so? Da ist ein bisschen Kies mal von der Decke gefallen. Das war schon. Na gut. Okay, wir haben eine Mine mal einfach mal eingerichtet derzeit hier. Warum nicht? Wir gehen mal wieder raus hier. Oh ja, eine Fackel. Und dann war's das erstmal. Vielleicht finde ich das in näherer Zeit mal wieder. Ausleuchten, dann findet man es auch. So. Ich habe mich gerecht.
Und dann schauen wir mal, wo es hier lang geht. Auch da ist Dschungel, aber in dem war ich glaube ich noch nicht. Zumindest wäre er mir jetzt neu. Ich wüsste nicht mehr, dass wir da mal waren. Wenn ich mich irre, dann sagt's mir einfach. No, 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 no. Das Kühe heute auch nicht. Oh, so, fast geschafft. Wo ist das denn hier? Da geht's ja ordentlich runter. Ich weiß, das war vielleicht die Mine, aber da wollte ich nicht runterspringen. In die Wüste? Na, hier ist die Wüste sehr weit. Was denn? Das ist ja cool, Dude. Also eine Wüste mit einer Lagune, ey. What the fuck? Das ist geil. Hier kann man sich auch richtig geil bauen, so. Wüste mit der Lagune. Nice, nice, nice. Auch hier noch so ein Rondell an See, ist irgendwie geil. Also hätte ich mir auch so ein richtig schönes Strandhaus vorstellen können. Warum nicht? Und im Hintergrund eine Pyramide bauen. Yeah, Pyramiden sind cool. Hashtag Pyramiden sind cool. Yeah. So. Was haben wir hier denn so? Ey, ja, der Bug, das da hinten oben aus, ist wieder Wasser. Ist Wasser, okay. Ja, die Wüste geht noch ein bisschen weiter. Ich schlug mal ein paar Schnitzel. Mich schon laufen kann hier. Flup, flup, flup. Ach, sieh mal einer an. Und da hinten gehen die neuen Regionen los. Das ist ja interessant. Gleich mal mit dem übelsten Abgrund. Warum nicht? Ich finde es immer geil, wie sich diese Wände hier so vorragen. Alter. Klack, 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 klack. Hup, hup. Klack. Autsch, das so war jetzt nicht geplant. Nein, auch so nicht. Was haben wir denn hier? Ziemlich hohe Berge. Tannen. Aber keine schneebedeckten Tannen.
Interessant, dass wir hinten nicht so weit gelaufen sind. Es freut mich gerade ein bisschen, so ein neues Biom direkt in der Nähe zu haben. Im Vergleich zu unserer Hauptwelt, wo wir wirklich eine ganze Ecke laufen müssen, bis wir es haben. Die Frage ist natürlich, ob sich trotzdem die Biome finden lassen, die ich suche. So, mal schauen, was wir so haben. Na los, komm runter. Yay, Flieger! Sehr schön. Das ist eine wunderschöne Pflanze und die nehme ich sofort mit. Ohne Umschweife. Aber ich suche immer noch, wir suchen hier immer noch das Eiszapfenbiom. Das wäre ein Rohstoff, den würde ich dann auch mit in die neue Welt, in die alte Welt nehmen. Also in die alte Region, in die erste, wenn ich die finden würde, weil die sind mir in der Hauptwelt wichtiger als hier. Wir nehmen ja prinzipiell eigentlich nicht mit aus den verschiedenen Regionen. Außer wenn wir letztes Mal die Rohstoffe mitgenommen haben, was wir gebraucht haben. Diesmal wäre es dann sowas. Weil rohstofftechnisch haben wir dann wirklich gar keine Probleme. Es sei denn, wir finden überall Scheibe Diamanten. Stacheln gewesen. Pfingstrose. Jo, haben wir denn noch hier so? Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Aber leider nicht. So. Auch keine Blumen gerade zu sehen. Schade, schade. Ah, was sollen wir machen? Ah, hier sind Blumen. Und zwar noch am Wasser. Whee! Whee! Sehr schön. Ihr solltet genug davon haben, ja, 20 Stück auf jeden Fall. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob ich die Seerosenblätter mitnehmen können, aber mir ist gerade absolut nicht danach, da reinzuspringen und die Seerosenblätter da rauszuholen. Sollte ich mal welche brauchen, dann weiß ich, dass es die hier gibt. Also Bergformation, ne? Richtig edel, würde man meinen können. Okay, so ein Tal voller Berg, so ein Berg, Gebirge und dann mittendrin so ein Sumpftal. Eigentlich eine richtig nice Idee. Du könntest auch das ganze Gebirge ausleuchten und dann hier drin anfangen dich aufzubauen und dann irgendwann hast du keine Küper mehr. Über die Gebirge ziehst du eine Mauer. Und schon bist du sicher. Halt zwar geil aus, so ein Gebirge mit so einer Mauer oben drauf und dann drinnen so ein Schloss am besten noch. Eins, das über die Gebirge drüber ragt. Und drückst auch um dann die Bauernhöfe und so einen Spaß. Warum nicht? So.
das denn? Jetzt würde ich ein Lagerfeuer richten, weil ich bin gar nicht bei sonst drauf. Nein, Quatsch. So, meine Freunde, das war's erstmal für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und ich verhause dich noch. Adios!